So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich bin der Ramses, ne? Das ist mein Kanal. Das ist der Kästo. Ne, ist er nicht. Grüße an den Kästo. Ich weiß nicht warum. Ich muss gerade irgendwie an Kästo denken. Ich bin eigentlich gerade auf dem Weg zu einem Mega Sherox Raid. Heute ist immer noch Mittwoch bei mir. Ich habe heute schon einen Mega Sherox Community Raid gemacht. Ich habe einen Genesect Community Raid gemacht. Ich habe Raid am Mittwoch gemacht. Es kommt noch Raid Mania am Mittwoch. Ich will aber trotzdem noch sehen, dass ich fix einen Mega Sherox Raid Solo mal probieren, das Video schon aufnehmen für die Zeit, wo ich dann immer nicht da bin. Und vielleicht für die Zeit, wo wir im Urlaub sind, Pupsi und Igge und so. Müsste eigentlich relativ einfach gehen. Mega Rexblizzard ging auch relativ gut. Nimmst du Feuer-Pokémon, Mega Glurak Y, heftiges Biest, zerreißt alles. Den werde ich jetzt auch nehmen und komplett versuchen, nur mit Mega Glurak Y ein Mega Sherox zu bezwingen. Wir müssen dafür an die Golden Gate Bridge. Da setze ich mich wieder auf den Boden und dann gucken wir mal im Stil vom letzten, ob wir den heute auch so locker flockig schaffen. Also bis gleich. Hab ganz vergessen, meine Füße zu filmen. Das mache ich doch jetzt immer in letzter Zeit, dass man sieht, dass ich weiße Gummischuhe anhabe, weil das ist Lifestyle, sage ich immer. So, ich bin jetzt hier angekommen. Das ist also die Brücke hinter mir. Das ist die Arena. Das ist die Golden Gate Bridge. Das ist der Park und der Kanal und alles andere. Hier habe ich mich jetzt niedergelassen, beziehungsweise hier lasse ich mich jetzt nieder. Da ist nämlich auch noch ein Pokémon drauf. Was das ist, seht ihr gleich. Ich muss nur das Ding jetzt hier mal hinstellen und mir einrichten, dass das passt, dass ich damit drauf bin. Irgendwie, es ist aber auch kompliziert, in der freien Natur immer was zu finden, wo du gemütlich zocken kannst. So, ich glaube, das passt jetzt. Hier ist schön hell und gemütlich. Hier hinter mir ist alles dunkel. Und hier ist ein Mabula. Das ist das erste Mabula, was ich sehe. Das heißt, wir nehmen mal so eine silberne Beere. Wir hauen mal hier einen Ball drauf. Wir hauen den Ball daneben. Machen mal Schnellfangtrick, gehen raus. Hoffen, dass es drin geblieben ist. Das müsste nämlich der Pokédex-Eintrag sein. Und es ist drin. Jetzt haben wir komplett die Animation übersprungen und haben 11 Bonbons bekommen. Und es ist mega schlecht. Das aber egal. Hier sitzt nämlich nix. Hier ist der Mega Sherox Raid. Und hier drüben vorne ist sogar noch ein Mega... hier ist noch ein Genesect Raid aufgegangen. Den muss ich dann auch noch probieren. Ihr seht, nur im Stress, nur gehetzt alles Mögliche. Und damit ich jetzt nicht die Probleme habe wie beim letzten Mal, werfe ich einfach mal jetzt hier alles weg. Hypertrank passt, weil ich beim letzten Mal immer rumscrollen musste und das Scrollen hat natürlich Zeit geraubt. Wir haben nur Top-Beleber und Top-Dränge jetzt übrig, haben wieder ein Mega Glurak. Ne, warte mal, wir haben das Mega Glurak noch gar nicht. Ich muss mein Team, glaube ich, löschen. Es ist wieder keine Vorbereitung und nix. Team, Mega Glurak. Kann ich die hier rausmachen wieder? Ich glaube, ich lösche das. Mach es neu. So, das sollte eigentlich mal Chlorak heißen. Jetzt heißt es einfach nur Klorsk, irgendwas. Keine Ahnung, kann man nicht lesen. Den nehmen wir jetzt hier auf jeden Fall an. Gehen jetzt hier rein. Machen private Lobby. Private Lobby beim Klorsk. Wer kennt ihn? Gehen hier drauf. Laden niemanden ein. Gehen hier rüber und warten jetzt sinnlos, bis der Raid anfängt. Dafür machen wir jetzt einen Cut und springen gleich wieder rein. Zum Glück hat der Ramses die besondere Fähigkeit, sich immer und überall auf den Boden setzen zu können, weil das können andere Menschen nämlich nicht. Weil wenn die das nämlich auch könnten, dann würden die das ja auch machen, aber das macht keiner. Und dann denke ich mir, weil die das nicht können, weil sonst würden die es ja machen. Versteht ihr? Und ich sehe, der Akku ist gleich leer. Vielleicht hätte ich nochmal den Akku wechseln sollen. Oh mein Gott, das sieht aber schlimm aus. Bitte, Akku, haltet durch, bitte. So, das Ding geht gleich los. Und wenn ich nämlich sehe, dass der Akku nicht hält, dann müsste ich aus dem Raid wieder flüchten und das Ganze nochmal machen.
So, wir sind jetzt hier am Start mit Lohe Kanonade. Ich weiß auch nicht, wie das Wetter ist, ob wir überhaupt geboostet sind. Also eigentlich ist es ja warm und sonnig, aber ich weiß nicht, ob es im Spiel auch sonnig ist. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir hauen auf jeden Fall jetzt hier die Lohe Kanonaden raus. Hat halt zwei Attacken, ne? Drachenklaue noch mit am Start, aber Lohe Kanonade ist das, worum es geht. Das ist wichtig. Wir hauen drauf. Ihr seht, er macht auch gar nicht so viel Schaden bei uns. Vielleicht hat er auch noch keinen Charge-Move gemacht, ich weiß es nicht. Mega Rex-Blizzard gefühlt, hat mich schon 10-mal gekillt in dem Moment. Wie während Mega Sherox eigentlich gemütlich sein Ding macht. Gefühlt wir aber auch länger brauchen, bei ihm Schaden zu machen. Also der hält wahrscheinlich auch mehr aus als Mega Rex-Blizzard. Sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Und jetzt sagen die meisten, sie gehen raus, dass der noch nicht tot ist. Jetzt weiß ich nicht, ob er tot ist, ob er lebt, ob er sonst was macht. Er ist auf jeden Fall ganz tot, also das hat jetzt nichts gebracht, um Zeit zu sparen. Wir gehen wieder rein, hauen wieder weiter drauf, denn er hat ja wieder ein bisschen Energie dazu bekommen. Ihr könnt natürlich warten, bis ihr ganz weg seid und dann schnell einen Toppeleber nehmen. Oder wenn ihr seht, ihr seid fast weg, geht ihr zurück, dann habt ihr nicht die Sterbeanimation und den weißen Bildschirm und gebt nur einen Trank drauf. Ich habe es beim letzten Mal ja nur mit Toppelebern dann probiert und immer gewartet, bis ich ganz tot war. Wenn es natürlich hier problematischer wird, würde ich wahrscheinlich versuchen, vorher rauszugehen und mit einem Top-Drang das Ganze zu machen, aber ja, die Energie, wenn ich mir die Energie angucke, die wieder abnimmt und wieder zunimmt, dann wieder abnimmt, dann wieder zunimmt, hin und her springt, wir sind nach 100 Sekunden, nach circa 100 Sekunden sind wir bei der Hälfte. Eigentlich müssten wir uns also gar keinen Kopf machen, dass wir es nicht schaffen. Das größte Problem ist jetzt der Akku. So, wir drücken also weiter, gehen drauf, Doppelleber, heilen, gehen zweimal zurück, wischen rein, gehen wieder aufs Team und er ist wieder im grünen Bereich, obwohl er ja eben schon gelb war, weil immer, wenn du zurück in die Lobby gehst, er wieder Energie dazu bekommt. Jetzt seht ihr wieder, wie die Energie hin und her hüpft, mal mehr, mal weniger. Der Kameraakku ist auch gelb. Ich hoffe, der wird zwischendurch dann rot, um zu zeigen, ey, jetzt meine ich es wirklich ernst und geht nicht nach gelb einfach aus. Stehen keine Prozente dran. Das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus. Wir hauen also weiter drauf und vielleicht würde ich jetzt es trotzdem mal probieren, dem Akku zuliebe mit nicht ganz sterben, sondern kurz rausgehen und nochmal einen Trank nutzen. Wir hauen noch eine Lohe Kanonade raus. Jetzt gehen wir mal fix zurück. Nehmen jetzt hier einen Top-Trank, gehen wieder zurück, gehen wieder rein, hauen drauf und jetzt müsste es eigentlich das letzte Mal sein, das dürfte jetzt passen. Er war ja noch nicht rot, also ist egal. Das Ding an sich ist komplett rot, aber der Rest ist nicht rot. Was ist denn das? Was ist denn das schon wieder? Das haben wir da schon wieder gesehen. Ich glaube, es sieht gut aus. Ich wollte in der Folge eigentlich auch noch meinen Mega Sherox entwickeln. Ich mache ja immer ein männliches, ich mache immer ein weibliches, ich mache dann immer, guck, dass ich vielleicht, wenn ich ein männliches Shiny habe, dass ich ein weibliches 100er nehme. Oder wenn ich ein männliches 100er habe, dass ich ein weibliches Shiny nehme. Ich glaube, bei ihm habe ich sogar ein 100er Shiny, das wir entwickeln könnten, sodass wir das auch noch fertig machen, zusätzlich neben dem... Nein! Die Zeit, wir brauchen doch, wir müssen doch noch. Fangen muss ich ja auch noch. So, das sieht gut aus. Bei 60 Sekunden vielleicht. Ja gut, fehlt noch was. Dann halt bei 55. Komm, jetzt knick endlich ein. Ich weiß den Wert leider wieder nicht. Der kann natürlich auch shiny sein, wenn der aus dem Raid kommt. Anders als Genesec. Alle Mega-Raids, die bisher drin waren, konnten dann beim Fangen shiny sein. Also wenn ihr shiny sucht, könnt ihr euch das auch da mitnehmen. Ich muss mich trotzdem beeilen. Letzter Angriff, da stehen leider keine Punkte. 150 Energie auch nur. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt habe. Aber für zwei Entwicklungen wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dann muss ich wahrscheinlich noch einen machen. Okay. 1671. 1714 war, glaube ich, vorhin das 100er. Drüber geworfen. Das ist die Ablenkung. Ich sag's dir. Das ist Ablenkung. Wir hauen jetzt nochmal hier. So, beruhig dich. Einfach fabelhaft. Das sieht doch gut aus. Jetzt müsste er drin bleiben. Ne, er kommt wieder raus.
Nehm mal den dritten Ball. Ihr kennt den Trick von den anderen Folgen, einfach schlecht werfen, dann bleibt er drin. Wenn ihr gut werft, bleibt er nicht drin. Das war schlecht geworfen. Wir haben auch den Kreis nicht eingestellt. Dann ist, da willst du gegen die Zeit kämpfen, weil du siehst, Akku ist gleich leer. Und dann dauert es noch länger, als wenn du es gescheit machst. So, der Kreis war perfekt, aber er hat natürlich angegriffen. So nützt einem das auch nichts. Wie war das? Tati hat immer die ganze Zeit auf den Ball gedrückt. In der Hoffnung, dass es dann drin bleibt. Und guckt, es funktioniert. Ich habe die ganze Zeit auf den Ball gedrückt und dann ist er einfach drin geblieben. Das sind die Tricks, die musst du machen. Wir haben jetzt hier ein schlechtes, wir haben aber genau 400 Energie zusammen. Also ich glaube, es würde sogar passen, wenn wir mal 4 Sternchen eingeben, bis ich das Sternchen wiederfind, und Cherox, dann haben wir hier weiblich und hier hier männlich, hier weiblich, das würde genau passen, dass ich einmal das nehme, eine Mega-Entwicklung mache. Dann haben wir nämlich das männliche, wir haben das weibliche, wir haben einen 100er, wir haben Shiny Mega entwickelt, weil ihr beides ja kombinieren könnt. Und so habt ihr dann auch im Pokédex-Eintrag, im Megadex, nehmen wir auch gleich noch mit hier, Seda, das ist der jetzt, über den ich dann nehme zum Kämpfen, 4087, den müssen wir irgendwann noch auf Level 50 pushen. Und weil wir jetzt das weibliche haben, das männliche, seht ihr ja, wir haben das männliche, wir brauchen noch das weibliche, deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück, tippe das an und werde das auch einmal mega entwickeln. Die meisten würden sagen, was, das ist doch total sinnlos, Energievergeudung. Du hättest mit den 200 das andere jetzt täglich entwickeln können und pushen und machen und tun. Jetzt ist die ganze Energie weg, nur damit du einen roten hast, der viel weniger hat. Ich habe keine Mega-Energie mehr, aber wenn ich auf den Pokédex gehe, ist jetzt wenigstens alles ausgefüllt. Männlich, weiblich, shiny, alles da. Und 100% wieder mal zum Kämpfen, zum Hochziehen. Irgendwann mal, wenn genügend Bonbons da sind, dann also auch ein Mega-Cherox Level 50 hoffentlich. So, die Beine sind nicht eingeschlafen, ich konnte noch aufstehen. Habt ihr den auch schon mal solo probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr euer auch schon entwickelt? Was habt ihr entwickelt? Männlich oder weiblich? Was ist euer Bestes, was ihr entwickeln konntet? Habt ihr ein Shiny entwickelt, sonst wie? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich laufe jetzt noch davor und probiere jetzt noch den Genesekt. Hab ich Peace out gesagt oder Vorhaut? Peace out, Vorhaut, euer Ramses.